Moin Leute, ich wünsche euch viel Spaß mit dem neuesten Video, aber bevor ihr jetzt weiterschaut, abonniert einmal schnell meinen neuen Kanal, Nils Extended heißt der. Da werden in Zukunft viele Videos kommen, die dann nicht mehr auf dem Hauptkanal zu sehen sind. Also wenn ihr nichts verpassen wollt, Nils Extended abonnieren. Herzlich willkommen zum Best of Rocket Beans TV Juli 2024. Noch seht ihr schwarz, aber gleich werdet ihr sehr viel lachen, denn Humor wird hier groß geschrieben. Let's go! Ja, nun, also dann sind wir schon. Warte mal, da steht 8, 7, 6, das kann doch. Wir sind noch gar nicht drauf. Doch. Aber erst in 5 Sekunden. Jetzt noch der ganze Medien. Wir sind noch gar nicht drauf. 3, 2, 1, jetzt. Hi! Einfach drauf. Heat Smash. Ich mach Heat Smash. Ich mach den Heat Smash. Nee, ich mach den. Ich hau. Ja, wie kann man nur so schlecht im Tekken 8 sein? Ja, der Supermarkt. Die sind total albern. Richtig alberne Leute. Hey! Hey! Das bin ich. Kürbiskopf! Hörst du mich? Komm her! Was macht er denn jetzt? Okay, das hat überhaupt nicht funktioniert. Ich kann so schnell nicht gucken. Du musst so schauen, wie es geht. Du musst hören. Oh Gott, ich bin die Steuerung. Ja, das war super. Das war klasse. Jetzt haben wir abgekürzt. Einfach geradeaus. Falsch, das war wirklich gut. Das machen die niemals. Das trauen die sich nicht. Noch nie. Man hat, glaube ich, so schnell diese Mission. Das ist ein... Fahr rechts rein. Oh, da wäre die Möglichkeit gewesen. Oh, egal. Leute von... Naja, könnt ihr schön rausklippen. Deswegen habe ich so süße Emotes. Mit was anderem kann ich ja hier nicht dienen, ne? Entschrouded. Entschrouded ist super. Und dumm. Oh, oh. Tot. Da war sie tot. Also ich verstehe noch nicht so ganz, wie das mit dem... mit dem schlauer werden. Kennt ihr diese Baseball-Videos, wo die immer so Tricks mit den Schlägern machen, wo die dann... Hab ich auch schon gesehen. Okay. Hat das nicht schon gesehen? Das war auch ein Stück weit ein gutes Gefühl, ehrlich gesagt, das einfach mal rauszulassen. Einfach so stellvertretend. Check it out. Mann! Komm, da kannst du nicht sterben. Da. Du bist Level 258. Erzähl mir. Ach komm, Eddie. Okay. Das ist. Können wir das irgendwie rausschneiden, Bobby? Bin ich 120. Street Fighter 2, Super Nintendo. Ja, aber sag mal, willst du mir allen Ernstes erzählen, dass dieses komische Neckermann Street Fighter Turnier, wo drei Leute mitgemacht haben, höherklassig besetzt war als das Turnier, was wir auf der Gamescom auf der Bühne vor tausenden von Leuten spielen? Das sage ich nicht. Ja, also. Du bist nur Zweiter geworden. Ich bin Zweiter geworden. Du arbeitest an deiner eigenen Kaufhausbildung. Unglaublich. Du erzählst seit 100 Jahren, seit ich dich kenne, diese miserable Geschichte. Da waren drei Kinder. Das sind die besten. Drei Kinder waren da. Das sind die Besten! Wir werden natürlich mit der klassischen Steuer. Hey, ganz ehrlich, ich behaupte, ich bin im Recht. Ich behaupte, ich bin im Recht. Das Video etwas lauter. Können wir gerne machen. Halt, stopp. Sechs Knöpfe. Halt, stopp. Jetzt rede ich. Seit wann das? Seit immer. Ja, aber das hat man kann sich das aussuchen. Bei Street Fighter 6. Ja. Würdest du dir wirklich was aussuchen, außer klassische Steuerung? Ja, weil es halt du einfach Profi viel leichter geht. War das eigentlich das Neckermann-Turnier oder das Meckermann-Turnier? Ja, was mache ich denn jetzt am besten? Mach du da jetzt. Oh, fahr mit! Nein! Oh! Oh Gott. Warum? Wickeder MC. Ich spiele gerade den Captain America Build. Mit diesem Schild und dieser Mütze. Naja, man sieht's hier. Hä? Was war das? Okay, das ist ja. Lars, wir kriegen das ist ja fantastisch. Video, aber wir schauen beide sehr gebannt zu. Ne? Das ja, muss man schon auch. Ich hab seinen Einstieg. Das ist ja fantastisch. Am Mercedes-Benz beim Daimler wird wieder geschafft, oder was? Ist Jahrestreffer? Ja, warst du beim Jahrestreffer auch dabei? Nein. Ich weiß, da bin ich ja mit dem Unimog hingefahren. Aber warst du da? Na, ich war da noch sicher. Mit aber wo warst du schon? Ich wollte was stressen mit dir. Der Herbert hat mit dem Unimog aufgefahren. Der Herbert war gar nicht da. Der Herbert war da. Ich
für den Nach ist er umgeknickt, dass er Munimog ausgestiegen ist. Mit Munimog? Na, da hat der Teufel über die Bahnsteig gefahren. Es gibt's ja wohl, deine. Ja, sicher. Komm, schlägst du da auch wieder drüber? Ja, komm ich nimmer. Okay. Wie könnte man... Ey, ganz ehrlich, Unimogs sind unterschätzt. Unimogs waren, als wir Kinder waren, in den 80, 70, 60, 50er Jahren, da waren Unimogs schon so richtig geile Sachen einfach. So, es ist halt so ein unbezwingbarer Ladewagen. Der Unimog. Ich weiß, das war jetzt gar nicht das Thema, aber ich sage ja zum Unimog. Das Geräusch, das so ein Gummidino macht, wenn er den Finger verlässt, wie könnte man das lautmalerisch beschreiben? Ach so. Gar nicht so schlecht. Gut, das Video, das wir uns gleich anschauen, heißt The Wombat Run. Vielleicht kannst du ja mal witzig einen Wombat imitieren. Ja. Das ist doch schon ein Lacher direkt. Minecraft. Haben Depp. Mit vielen. Ich hab noch nie gedappt. Vielleicht ist dieses Movavi auch ein Gag. Meme oder irgendwie sowas. Ja. Ich weiß nicht genau. Ich wollte nur mal ganz kurz. Wir sind schon vorbei, ist schon drüber. Aber ich wollte nur ganz kurz sagen, ich habe wirklich in meinem Leben noch nicht gedappt. Noch nicht. Ich war immer stolz auf, dass ich. Das war der erste Depp? Das war mein erster Depp. Also, ihr könnt euch gerne nochmal anschauen, wie man wirklich. Und dann habt ihr auch bestimmt schon gesehen, wie ich mich gleich beschrieben habe. Ich wünsche mir einen Prinzen, mit dem ich tatsächlich mal zusammen Schätzungen abgeben kann. Denn ich schaffe es alleine nicht mehr. Achso, muss ja erst mal geküsst werden. Oh nein, 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 Florentin, nein, mach's nicht. Nein, 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 nein. Ja moin, du hast mich gerufen, ich bin ein Prinz, 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 Prinz. Und ich habe folgenden Code für dich vorbereitet. PHP. Oh nein. Oh nein. Show. Es ist ein verwunschener Code. Block. Oh, wie er da wirklich auch mit seinen vollen, warmen, feuchten Lippen an diesen Frosch ran und... So, guten Tag, was kann ich für Sie tun? Ach, ihr seid. Für alle Leute, die frisch dazugekommen sind, herzlich willkommen, wir sind live. Es ist der 26. Juli, wir sind bei Moin Moin Ocean Drive. Bitte aufs Schild! Okay. Bist du sicher, dass du da safe bist? Also, die Dinger können ganz schön wehtun, wenn sie einen Profi wirft. Alter. Ja, der Allergeilste! Oh fuck, das war leider gut. Oh Mann, können wir das in Zeitlupe nochmal sehen? Das war leider echt gut. Manchmal frage ich mich echt, was die Nachbarn oder ob die überhaupt noch was sagen. From Control to Major Tom. Ground Control to Major Tom. Sehr melancholy. Da, 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 Text vergessen. Gut, gucken wir mal. Der Budi, ne? Der Budi ist so ein Typ, der könnte in wirklich vielen Sachen richtig gut sein. Aber ist er einfach nicht. Weil er halt das nicht zu Ende macht. Der kann alles ein bisschen. Der deutet in allem seine Talente an, aber macht es halt nicht so richtig. Bisschen Karate, bisschen Ukulele, bisschen singen, bisschen Videospiel zocken, bisschen mit Leuten reden, bisschen Business machen, bisschen moderieren. Er macht alles immer nur ein bisschen. Wenn er sich einfach auf eine Sache konzentrieren würde, könnte der richtig gut sein. Macht aber nicht. Ja, der war schon mal ganz gut, aber da muss man natürlich noch mal dran arbeiten. Wahrscheinlich war der nicht ausgepackt, ne? Ja. Es ist schon auch ein bisschen lustig, Alter. Wie wir jetzt einfach... Es ist echt scheiße, ey. Moin, moin, Ocean Drive, Rocket Beats, alles klar, Mann, ey. So, nee, mach du doch ruhig, du hast eben so brilliert. Oh Gott. Ist das dein Ernst? Das ist ja meistens so, dass wenn wir aufeinandertreffen, ich der komplett wurmige Unterlegene bin, der keine Ahnung von gar nichts hat und du von oben herab die Weisheit mir spendest. Ich darf einmal an deinem Nektar kosten, der da von oben heran abgereicht wird. Wie schmeckt das eigentlich so? Das frage ich mich dann immer, weil ich trinke ja meinen eigenen Nektar nicht. Es ist ein bisschen harzig tatsächlich und es ist leider ein bisschen dickflüssig, sodass man nach mehreren Nektartropfen dann auch schon den Hals zu hat. Oh ja. Also, das ist, glaube ich. Der erste Eindruck war gleich so: Boah, wie geil ist das denn? Weil also, Micha, sorry, das war gerade. Solange ich dich kenne,
Der stärkste. Der intensivste Gefühlsausbruch, den ich jemals erlebt habe. Und Daniel Düsentrieb, so ein Heureka-Moment. Vor allem, wie offensichtlich hier Sängerin, wo das Mikrofon einfach rausretuschiert wurde. Und, aber nee, ist der Schaft Teil des Ganzen oder nur der Propschaft? Also ich glaube wirklich, das ist nicht. Vocal Dämpfer, hochwertiger Silikon, Voice Silencer für Gesangsübungen, Aufwärm, Stressabbau, Schrei, ja. Food Management, Shouting Vase, tragbare, weiche, geruchslose Schallschutzmaske. Was? Was ist das für ein Fetisch? What? Ehrwürdige Pornodarstellerin, die nicht wusste, dass ihr Blowjob-Foto da wirklich missbraucht wird für so ein Schreidings. Und dann hat man ihr noch Kleidung angeschoppt, oder wie? Also genau. Kleidung an und dann noch, was ist in der Hand ist auch. Ja, und deswegen, liebe Pornodarstellerin, keine grünen Penisse lutschen. Das ist doch schon ein Lacher direkt. Ja, entschließt sich später für ein tollkühnes Unternehmen. Er bittet nämlich die Tochter des Häuptlings oder die Schwester des Häuptlings um ihre Hand. Ihn zu reiten. Nee, er bittet den Häuptling um die Hand seiner... Danke, danke. Denn diese steife Sahne hier, die ja kein normaler Koch zustande bringt, ja, das steht ja wie eine Eins hier, die Nummer, das ist quasi etwas, was irgendwie so eine gewisse alles gleich macht, finde ich. Also du glaubst einfach nicht, dass eine Steifheit im echten Leben so zu... Ey, es ist einfach... Die müssen ja nicht mal was sagen. Da sieht man diese zwei älteren Herren, deren Humor mehr als nur subtil von Schlüpfrigkeit durchtränkt ist. Und jetzt haben die sich auch noch verkleidet. Wie so 60 Jahre alte Bauernjungs, deren Humor sich halt in der Abgeschiedenheit ihres Zuhauses auch nicht weiterentwickelt hat in den letzten 200 Jahren. Da sitzen sie und haben sich selber eine Vorlage geliefert. Und du weißt, die müssen ja nicht mal irgendwas sagen. Man weiß ja genau, was in deren Köpfen gerade vor sich geht. Und dieses nicht zu bändigende Zucken in den Mundwinkeln verrät es ja auch. Die müssen nicht mal irgendwas jetzt, kann man schon rausgehen jetzt eigentlich. Erreichen es. We could Und so haben wir es auch gemacht. Maybe. Geh mal kurz, Was? Oh. Einen Ventilator holen. Es wird hier leider zu heiß. Also es wird im Zimmer wirklich sehr warm gerade. Ich muss kurz einen Ventilator holen. Your host Valentine on Valor FM. Well, FM, the music of our time and generation. Oh, was ist das? Ein Wurstschäler? Reiß mir die Wurst auf. Reiß mir die Wurst auf. Aua, was soll das? Nein, das ist nicht euer Ernst. Reiß mir die Wurst auf. Mensch, das tut doch weh. Oder ich geh nicht auf den Grill. Find ich gar nicht geil. Oh, okay. Ey, was es alles gibt, das ist original ein Wurstaufreißer. Das habe ich auch gesehen. Nein. Da war ich nämlich dabei. Okay. Da kommt noch Text, wartet nur. Scheiße, warte, du hast Hammer-Moves. Oh, das ist übrigens echt ein geiles Outfit. Das ist so der Alexander Markus unserer Zeit. Dieses Outfit, was er da so von der Kleiderstange improvisiert hat, das ist großartig. Das ist ein großartiges Outfit. Und es ist ein bisschen schade, dass Walle noch nicht so diese Extravaganz verinnerlicht hat, so auch rumzulaufen. Weil wenn der so rumlaufen würde, dann würden zwei Sachen passieren. Erstens, super viele Leute würden ihn massiv feiern und super viele Leute würden ihn massiv scheiße finden. Aber er hätte jetzt 50% würden ihn massiv feiern. Scheiß auf die anderen 50%. Also muss er sich noch trauen. Wenn er diese letzte Hürde der Introvertiertheit noch überspringt, dann hat er es geschafft. Der neue Podcast. Guckt es euch, das ist doch fantastisch. Seine Show. Der kann alles erreichen mit diesem Outfit. Ich bin richtig neidisch. Dem steht so eine Karriere bevor. Okay, aber das ist natürlich schon mal alles ein bisschen mehr im Hip-Hop-Gewand. Ja, ja. Mag ich ja gern leiden. Mhm. Es gibt auch ganze Hip-Hop-Sender. Also würden wir das jetzt Offstream spielen, dann ist natürlich das Autofahren, die Musik ist wirklich eine wichtige Experience von GTA. Ich kann gucken, was ich abrufen kann aus meinem Rap. Aus meinem Repertoire. Party's on the rock in a Big Mac Truck. And the party's on the rock in a Big Mac Truck. Heavy's on the pack and I sing down. Power the music. Ba-di-ba-ba-da-ba. Down. Pew. Pew. Pew.
Das geht nie wieder aus meinem Kopf. Auch so ein bisschen Gildehorn. Aber das ist schon ziemlich gut. Wir können sich jetzt einfach mal das Voting anschmeißen, liebe Leute. Also, nee, jetzt wird hier schon wieder abgestimmt, wer der Coolere ist. Können wir nicht einfach mal zusammen cool sein? Wir sind die übelst coolen, hotten Boys im Küchenset. Also erstmal möchte ich nicht, dass es hier zu friedlich abläuft. Ja, oh ja, fühle ich. Oh, ist ein bisschen, halt mehr Eier. Ja. Ist das California Games? War das California Games? Boah, ich habe California Games geliebt. Mit Hackensack spielen, mit der Möwe und surfen, habe ich immer Santa Cruz genommen. Das Logo. Santa Cruz Logo. California! Da fährt man mit dem Van ja, den Strand. Wirklich. Boah, ist gut. Und denkt sich, die Loser gehen arbeiten. Ja, absolut. Oh, da wäre ich gerne dabei gewesen. Schön blöd. Ja. Und wir raiden jetzt gleich beim guten Eddie vorbei und tut mir doch mal einen kleinen Gefallen, wo wir heute schon mal so die Wahrheit nicht ganz genau nehmen. Wenn der fragt, das machen noch Streamer so, und was habt ihr gemacht, wie war Home? Ah, ja. Dann sagt mal alle was anderes. Ganz spektakuläre Sachen. Irgendwas. Tini und Walle hatten die ganze Zeit, der Chat geht zu schnell, ich kann es überhaupt nicht lesen, was? Tini und Walle hatten die ganze Zeit keine Hose angehabt? Was zur Hölle? Wart ihr gerade bei Rocket Beans TV oder wo wart ihr? Übrigens, Eddie, was ich dich noch fragen wollte, ich habe letzte Woche Zuschauer zu dir geschickt und ich habe gelesen, du warst reichlich verwirrt. Wie war das so? Was haben die gesagt? Du hast Zuschauer zu mir geschickt? Ja, ich habe deine Adresse geleakt. Nee. Wieso hast du denn eine Woche gewartet, bis du ihn das gefragt hast? Du weißt doch, was passiert. Ich verstehe gerade nicht wirklich nicht, was du meinst. Nee, geradet. Du streamst doch gar nicht. Doch, auf Rocket Beans TV. Ach so. Ach ja, die Rocket Beans Leute, ja, die du genau geschickt hast. Ja, was war jetzt die Frage? Die Leitung, Alter, ja, so lang. War das geil? Ja. Was passiert hier, Leute? Da bin ich einmal nicht dabei, oder was? Und dann passiert der geile Scheiß? Wie lange haben wir noch? Ihr habt noch 13 Sekunden Zeit. Was? Und dann ist die Runde vorbei, oder 10 Sekunden? Das ist doch nicht dein fucking... Das ist Gelsenkirchen, das habe ich gesehen, das ist die Schalke Arena. Hat man gerade gesehen, warte. Da, das hier ist die Arena auf Schalke. Ist das nicht auch ein geiler Skill, dass ich Fußballarenen von oben erkennen kann? Ist auf jeden Fall Gelsenkirchen. Ihr habt noch 13 Sekunden Zeit. Was? Und dann ist die Runde vorbei, oder 10 Ernst? Sekunden? Das ist doch nicht dein fucking Ernst, du musstest sowas doch früher sagen. Ihr habt noch 5 Sekunden Zeit. Was? Ihr habt noch 4 Sekunden Zeit. Irgendwo da wird schon sein. Wir wollen jetzt einmal zurück und auf einem ganz, ganz kleinen Monitor jetzt eine Runde Halo 1 gegen 1 spielen. Und dieser kleine Monitor, der ist gar nicht bei uns im Set, sondern der ist da drüben im Wohnzimmer. Sieht man da, vielleicht, Marc, kannst du einmal... Ach, das ist der! Genau, da. Oh, da ist er. Noah, er hat mich schon gesehen. Halo hat ja, wie man hier wunderbar gerade gesehen hat, so ein Auto-Aim. Ja, so ein bisschen hilft das. Ne? Ich weiß, wie man... Das wahrscheinlich gar nicht so schnell... Alter, ich muss noch... Nein, nein, da war er doch! Ich schlage... Ey, sorry. Ich muss diese lustige Situation... crashen für eine eigene Geschichte. Damals, als Halo rauskam, oder es war schon länger draußen, Halo 3 für die Xbox 360, da wollte Simon die ganze Zeit mit uns Halo spielen. Und das war so eine Phase, als sowohl Eddie als auch ich immer hauptsächlich PC gespielt haben und nie wirklich Shooter. Also wir haben eigentlich, sowohl Eddie als auch ich, haben nie Shooter auf Konsole gespielt. Deswegen hatten wir überhaupt gar keine Erfahrung, kein Fingergefühl, mit einem Pad einen Shooter zu spielen. Und jeder von euch, der zum ersten Mal einen Shooter auf Konsole spielt, mit diesen beiden Sticks und so weiter, der wird bestätigen können, dass es sau schwierig ist, erstmal reinzukommen in das Movement und in das Aiming. Und Simon war halt einfach richtig gut, weil der sein Leben lang, ja auch schon auf der ersten Xbox, Halo gespielt hat. Das ist ja der dritte Teil, er hat ja jeden Teil gesuchtet. Also der war richtig, einfach richtig gut in Halo. Und er wollte immer unbedingt mit uns Halo spielen. Wir haben natürlich mit ihm Halo gespielt. Und dann war er mal so generös und hat gesagt, so, ja, okay, ihr drei gegen mich. Buddy, Eddie und Nils gegen mich. Ihr drei gegen mich. Das ist total fair. Was er aber nicht gesagt hat, ist, dass du bei Halo, wenn du nicht zusammenbleibst die ganze Zeit, dann hast du halt einfach nur eine Aneinanderreihung von One-on-Ones. Und dann spawnst du irgendwo wieder. Und so war es natürlich auch. Der hat uns einfach die ganze Zeit abgeschossen. Wir haben die ganze Zeit auf den Boden geguckt oder an die Decke, aber nie irgendwo anders hin, weil wir das nicht konnten mit dem Controller. Und der hat uns einfach einen nach dem anderen stundenlang einfach weggefrackt. Und das war für ihn Spaß. Frage
Mann! Das hab ich ja. Nee. Aber warum kann ich nicht mehr da hochgucken? Also links, links hoch. Das ist dumm. Was ist das Lieblingskartenspiel von der Katze? Mau, mau. Mau, mau. Wow, boah, ich bin das erste Mal, ich bin so fucking stolz auf irgendwas gekommen, was in deinem Gehirn schon war. Ist das krass? Ich weiß, du hast das, aber ich hab trotzdem mal kurz. Er freut sich nicht über den Gag, er freut sich darüber, dass er es erraten hat. Video, wir sehen, was genau dazu passt. Und zwar filmt da jemand aus dem Auto raus, das war da. Halt! Warte! Jetzt warte doch mal kurz! Einen hab ich doch! Hey, hey, der Ede kann doch nicht meine Geschichte jetzt killen! Einen hab ich doch! Ganz kurz! Warte, warte, warte! Okay, einen noch! Warte, hier, warte, ich brech's auf hier so, eine Hand hier, die andere hier und dann. Danke! In 10 decisions shape your life. You'll be aware of 5 about. 7 ways to go through school. Either you notice or left out. 7 ways to get ahead. 7 reasons to drop out. Der ruiniert mir jetzt hier die Stimmung, das wird zu melancholisch. He said, I can see you in my bed. It's not just friendship, that's romance too. You like music we can dance to. Send me down. Show me up. I'll come down. Night along with you. Okay, Buddy ist besser als ich. Im Singen. Im Gitarre spielen. Aber nicht im Best of gucken. Haha, vielen Dank fürs Zusehen. Ich muss jetzt diese melancholische Stimmung, wie so ein warmer Wassereimer, der so über mich rüber melancholisiert, das muss ich jetzt erstmal abschütteln. Der Buddy, ne? Singer, Songwriter, dein Buddymann. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Das war das Best of Rocket Beans Juli 2024. Was war euer Lieblingsgag? War es der eine von mir oder der andere von mir? Schreibt mir das gerne in die Comments. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen.